Ja, wir wussten, dass das heute ganz, ganz schwer wird. Ja. Und beim ersten Tor haben wir natürlich tatkräftig mitgeholfen. Beim zweiten muss man sagen, für mich war das das Tor des Monats eigentlich. Ja. So einen Ball trifft man auch nicht jeden Tag. Ja, und dann liegst du 2-0 hinten und dann haben wir in der zweiten Halbzeit dann halt auch alles riskiert, haben das System ein bisschen umgestellt, haben auf 3-2, 3-2 gespielt und plötzlich auch durch die Hereinnahmen von den anderen dreien haben wir dann wirklich gute Struktur im Spiel gehabt, haben unheimlich Druck entwickelt und ich glaube, dass man dann unterm Strich auch sagen kann, dass man dann letztendlich auch verdient gewonnen hat. Gut, ich denke, wir haben ein grandioses Pokalspiel gesehen. 2-3 Chancen zum 3-0, muss man ehrlich sagen. Konterchance, wo man einer machen müsse. Ja, dann hat uns halt Hauenstein immer mehr hin reingedrückt und ja. Eckballtor, irgendwo außen durchgesetzt, wo ich mich also auch leicht ausspielen lasse. Ja, und am Schluss hat einfach mit 10 Mann danach die Kraft gefehlt. Ja. Ich habe das schon so ein bisschen rausgeguckt, dass wir ja, den Glück auflassen, früh attackieren und damit ja, haben sie vielleicht auch nicht gerechnet. Und ja, es ging gut auf, natürlich auch ein Traumtor, beides Traumtore. Optimaler Spielverlauf und ja, weil wie gesagt, am Schluss dann das Quäntchen Glück gefehlt. Okay. Ja, wir wussten ja, dass Meisenheim eine gute Mannschaft hat. Ne? Ich meine, die haben ja auch ein paar Oberligisten schon mal rausgeworfen. Die haben gegen Hersberg, der ja in derselben Liga wie die spielt, haben sie auch rausgeworfen. Also wir wussten da schon, dass da ein ganz hartes Stück Arbeit auf uns zukommt. Und ja, wir haben sie auch ein-, zweimal beobachtet. Ich war ja selbst auch hier. Ja, und das war klar, dass so eine Mannschaft einfach einen guten Fußball spielt. Und gerade zu Hause sind sie auch unheimlich stark. Jetzt gerade in der Rückrunde haben sie, glaube ich, einen Punkt oder zwei Punkte abgegeben. Ich weiß es, ein. Ja, und das zeigt einfach, wie stark das die Mannschaft da ist.